Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MWM24 mit der SG Wattenscheid und heute geht es wieder weiter und zwar im Spiel gegen FC Brüninghausen und ich freue mich wirklich, also wie ein Keks, ich bin heiß wie Frittenfett und hier läuft mir gerade der Schweiß so runter, weil ich richtig Bock auf dieses Match habe. Alles gelogen, aber so redet man wahrscheinlich als Kommentator eines Fußballradios. Ja. Was soll. Was? Ikene will ein bisschen mehr. Das hat man jetzt hier gerade gesehen. Habe ich mir gerade mal angeguckt. Malcharek ist total zufrieden mit seiner Rolle. Schuring will, wenn er spielt, als Außenverteidiger eingesetzt werden. Was auch in Ordnung ist, wenn er das halt möchte. Das können wir auch rein theoretisch machen, man muss nur dran denken. Enes möchte Stürmer als Stoßstürmer, das können wir auch machen, das ist nicht das Problem, aber im Moment ist der dritte Wahl. Ja, und dann Joshua Holtby will eigentlich offensives Mittelfeld spielen als vorgeschobener Spielmacher. Schwierig im Moment. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe den eigentlich nur geholt wegen dem Namen und in der Hoffnung, dass sein Bruder auch zu uns kommt. Ich weiß auch nicht, ob man irgendjemand verkaufen könnte. Ich meine, wir sind jetzt gerade so aufgestellt, dass wir eigentlich keinen verkaufen können. Also wenn ich keine verletzt habe, Glück. Wenn sich jemand verletzt, schwierig. Köhn bleibt dennoch unser. Ah, guck mal, der ist Außenverteidiger eh besser. Guck mal, dann müssen wir das nachher. Was heißt nachher? Dann müssen wir das gar nicht ändern, wenn Schuring spielt. So, lassen wir Renke spielen oder nicht? Ich würde sagen ja. Wir lassen nochmal Sopo von Anfang an. Raphael für Yildiz, ja oder nein? Warte mal. Fitness. Gucken wir mal. Überdurchschnittlich heißt doch gut, ne? Geringe. Schuring hat erhöhtes Verletzungsrisiko, genau wie Anu Bodem. Und Enes und unser Torwart. Ja gut, die spielen halt nicht, deswegen wahrscheinlich. Ich glaube, ich gehe so rein mit dem Team. Weil das passt, denke ich. Außer Köhn, Holpi und Sopo hat sich ja nichts geändert. In der letzten Saison halt. Ne? Was? Ach stimmt, es war ja die Auslosung, die wollte ich ja mit euch machen, verdammte Axt. Okay, wir müssen gegen Westfalia Kinderhaus. Okay, ist da Name Programm oder spiele ich gegen männliche Menschen? Also ich meine, wo spielen die denn? Westfalia. Ich kriege in der ersten Runde kriege ich Siegen, die in der Regionalliga spielen. Und jetzt bin ich auf einmal der Favorit und spiele gegen einen Verein aus der Westfalia Staffel 1. Okay, FM, ich habe alles gesehen. Wahrscheinlich habe ich nicht alles gesehen, aber man weiß es ja nicht. Ne gut, okay, dann spielen wir halt gegen. Ich habe den Namen jetzt auch wieder vergessen. Ich weiß es doch auch nicht. Bitte was? Verletzt beim Gewichtheben. Haben wir Gewichtheben gemacht? Also es tut mir leid, ja, dass du dich verletzt hast, Jeffrey. Ich wollte nur sagen, Gewicht heben. Ich weiß nicht, was du in deiner Freizeit machst. Ey, mach, was du willst in deiner Freizeit. Aber wir hatten nichts mit Gewichten zu tun in dieser Woche. Ne?
Und dass du jetzt 2 Wochen ausfällst, das feiere ich absolut nicht. Denn ich habe keinen IV. Das heißt, du gehst jetzt mal schön zum Physiotherapeuten und lässt dich mal für 2 Wochen durchkneten. Hast du das verstanden? Ich hoffe schon. Der Typ, also verletzt beim Gewichtheben. Wir hatten nicht mehr annähernd irgendwie Gewichtsheben Blödsinn. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Und schon haben wir einen Mann weniger auf der Bank. Damit die Bank nicht so leer aussieht, nehmen wir dann einfach mal einen zweiten Torwart mit. Junge, 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 Junge. Aber es will halt auch einfach auch. Also ich meine, selbst wenn wir wollen würden und wenn der Spieler will, dann könnten wir uns die halt einfach auch nicht leisten, weil wir kein Geld haben. Selbst wenn wir ihn jetzt holen. So, Aufstieg, bla bla, okay, passt. Ja, nehme ich mit. So, und dann das. Ja, bringt doch nichts. Kann man es nicht leisten. Also müssen wir alles relativ entspannt sehen. Also das tue ich ja generell, aber ich bin ja im Moment sehr, 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 sehr zufrieden mit der. Ach, ich will nichts, lass mich. Zufrieden mit der Mannschaft. Und deswegen. Umut Yildiz hat sich vor kurzem kritisch über den fehlenden Konkurrenzkampf beschwert. Entschuldigung, Umut. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich bin mir nicht so sicher, ob du eventuell weißt, wer jetzt neu im Verein ist. Aber hier ist jemand, der könnte da rein theoretisch deine Position spielen. Ich lasse dich jetzt spielen. Umut. 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 Ich lasse dich spielen. Hör mir zu. Weil du letztes Jahr auch schon da warst. Ja? Und weil du ein guter Spieler bist. Und ich weiß, was du kannst. Und weil du schon 15 Mal in Wattenscheid spielst, wie man hier gerade an deiner Karrierestatistik sieht. Also du liebst diesen Verein. Und du sagst, du hast keine Konkurrenz. Weißt du, was passiert, wenn das jemand sagt? Man geht auf die Bank und guckt sich das mal 45 Minuten von außen an. Danke, Umut, und ich wünsche dir wirklich noch einen schönen Tag. So. Haben wir das jetzt auch geklärt? Nee, manchmal muss man auch klare Worte finden bei einem Fußballer, ne? Statt der einfach froh ist, dass er spielen kann von jedem Tag, von Anfang an, jeden Spieltag, sagt er, ey, es gibt nicht genug Konkurrenzkampf auf meiner Position. Eine absolute Frechheit. So, können wir auch irgendwann mal zum Spiel kommen. Deswegen mache ich nie einen Folgen Start bei 3, 4 Tagen vor dem Spieltag. Es dauert so unfassbar lange. Ich weiß nicht, wieso. Warum ist der denn jetzt? Also, ich habe da. Jetzt ist der wieder verletzt. Also, oder war verletzt. Jetzt habe ich den aber. Ja, spielt jetzt trotzdem. Und der Umut, der soll sich mal umgucken. Ne? Man sagt ja vielleicht, oh, ich habe vielleicht doch überreagiert. Weiß ich nicht. Ne? Sopo, also Bertelsmann sagt für Sopo, wer ist denn er jetzt? Ist, also ganz ehrlich, ist, also, das habe ich jetzt in den letzten. Ich gehe jetzt näher ans Mikrofon, ne? Und eine Frage habe ich. Ist unser Co-Trainer besoffen? Ich frage mich für einen Freund.
Der Typ, der hat noch nie, 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 nie bei uns gespielt. Und jetzt soll der von Anfang an spielen. Dumm! Humudilis soll rein für Raphael? Nö, meine nicht. Wenn Umut nicht so scheiße geredet hätte, dann hätte ich ihn spielen lassen, aber so nicht. So nicht. Ich sag euch, wie es ist. So. Gehen wir nochmal in die Kabine, zeigt, macht mich stolz, zeigt aus welchem Holz ihr geformt seid, Eiche, Buche, whatever, Hahnemann, Bachmann, Hülsenbusch, wunderschöner Name. Zwanzig Minuten gespielt und Treffer von Joshua Holtby. Ich glaube sogar mit seinem ersten Freistoß Tor. Ich kenne die, was ist denn die Torhymne von Wattenscheid eigentlich? Ist die GEMA geschützt? Dann könnte man die ja einfügen. Ja, 1-1. Gut. Scheiße. Maßregeln sofort. Die müssen wissen, dass ich heute dieses Jahr aufsteigen will. Gibt's ja wohl gar nicht. Sofort, so, nee, da muss man auch, da muss man in meinen Augen auch hart durchgreifen. Weil wahrscheinlich will der Trainer es mehr als die Spieler. Aber könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob die Torhymne GEMA geschützt ist. Ansonsten würde ich die in jedem Spiel, wollt ihr mich verarschen. Würde ich in jedem Tor einfügen. Es ist wieder so ein Scheißspiel wie gegen Siegen. Ich kotze ins Essen, ehrlich. Entschuldigung. YouTube, Entschuldigung. Entschuldigung, YouTube. Ja, dann bringe ich jetzt halt Umut und dann bringe ich Ikenne. Ich kenne keinen. Ach man, das ist doch jetzt echt auch irgendwie ist das Mist. Ja, ich bleib bei dir. Ich meine, es läuft ja irgendwie, aber trotzdem, man muss jetzt nicht mit einer 2-1-Führung in die Pause, ne? Es könnte eventuell möglich sein, dass die Leute sagen, ich will das jetzt über die Zeit bringen. Aber ich auch. Ich guck mal in Off, was das für eine Wattenscheid-Torhymne ist. Und wenn es läuft, dann füge ich die ein bei jedem Tor von uns.
Wäre witzig. So, anfeuern. Das erste Mal in der Saison gehe ich auf kontrolliert. Ich meine, wir führen noch mit einem Punkt. Also wir haben noch einen Punkt. Gut. Aber ich sag mal so, drei wären besser. Und es passiert nichts. Mehr fordern. Ihr habt jetzt verdammt nochmal zu gewinnen. Sonst scheuche ich euch den Magath Berg hoch. Fahren wir nach Schalke und dann. Warum schießen wir denn kein Tor, verdammte Scheiße? Ich weiß wieso. Unsere Torgarantie ist nicht auf dem Feld. Vierrad bringe ich auch für wen denn eigentlich? Für Kreh. Machen wir aber andersrum, so. Dankeschön, Tschüssikowski. Danke, danke für eure Anteilnahme. So. Okay, okay. Weiter geht's. Ich werde jetzt aber schon auf sehr offensiv gehen. Beruhigen, ermutigen, konzentrieren. Was machen wir denn da? Ja, anfeuern. Es passiert halt nichts. Ich will dieses Jahr aufsteigen, ansonsten verlänge ich meinen Vertrag nicht. Kann nicht sein, dass ich schon wieder gegen Brüninghausen verliere. Das gibt es doch gar nicht. Reicht jetzt auch. Schnell fortsetzen. So, hier nach vorne. Komplett. Mehr aufrücken. Lange Abschläge. Janik hat gerade einen Elfmeter verschossen. Oh, wir holen das wenigstens das 2 zu 2. Bertelsmann auf Janik. Janik trifft, wenn Bertelsmann da ist. Junge, 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 Junge. Mehr fordern. Janik trifft, wenn Bertelsmann. Ich muss die 2 einfach spielen lassen. 2-2 geht's aus. Gegen Brüninghausen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Aber. Ich weiß jetzt, wen ich spielen lasse und wen nicht. Und das werden wir jetzt mit sofortiger Wirkung ändern. Denn. Brüninghausen geht mir auf den Sack. Denn. Warte mal kurz. Brüninghausen, haben die jedes Spiel gewonnen? Darmstadt? Ah, das war schon ein Freundschaftsspiel, oder? Oder was war das? Ah, DFB stand da. Ja, gut, okay. Oberliga Dortmund 0-0. Darmstadt verloren, okay, das zieht. Ja, die hätten jedes Spiel auch gewonnen, ne? Wahnsinn. Wie Engelmann. Also schöne Grüße an Steini, der wird das Video eh nicht sehen, aber der war bei Essen und den habe ich sehr, sehr gefeiert bei Essen. Warum geht man nach 3 Jahren von Rödinghausen nach Essen und dann sagt man nach 3 Jahren, ich habe gar keinen Bock mehr auf Essen, ich gehe wieder zurück? Hey, Engelmann. Ich will ja nichts sagen. Aber du, deine Augen passen zu unserem Trikot. Hättest du eventuell Interesse? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Doch, eigentlich schon, dann. Eieiei, Rödinghausen. Ich habe ja gesagt, Rödinghausen können echt. Gut, Preußen Münster habe ich auch gesagt, aber. Es ist ja auch wirklich noch nichts entschieden. Aber Rödinghausen, Dortmund, mit denen habe ich tatsächlich gerechnet, ne? Ja, ich bin schon.
Ey, in Real Life Wattenscheid, wenn ihr Bock habt, ich mach das für 100 € weniger. Wie euer jetziger Trainer. Ich sag euch, wie es ist. So, kommender Spiel, Trainingsplan, dies Bums, das Bums. Ja, habe ich. Oh ne, wir spielen gegen unseren Angstgegner, ne? Also internen Angstgegner. Ich habe keine Lust gegen AC Dortmund. Die sind so echt schwierig. Nee, ich will nichts. Kann eh keinen kaufen. AC Dortmund ist so eine Mannschaft, weiß ich nicht. Die ist zwar da, aber gegen die will sie nicht spielen. Robin Williams, na sicher. Ich habe den gescoutet wegen seinem geilen Namen. Ja? Robin Williams, also ganz ehrlich, hast du den in der Mannschaft? Trikots werden en masse verkauft, ja. Aber der ist linker Verteidiger, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Wattenscheid hat ein Angebot für Engelmann akzeptiert, aber Engelmann hat null Bock eigentlich auf uns. Nee, ist doch gut. Aber was wir auch noch machen könnten ist, das habe ich total vergessen. Und zwar könnten wir hingehen und ja, bei dir würde ich auch die Straßenseite wechseln. Wir könnten hingehen. Warte mal. Das habe ich nämlich auch mit Nwanku gemacht. Und wir könnten bei jungen Spielern gucken, weil die meistens nur einen Amateurvertrag wollen. Deswegen wurde wahrscheinlich Nwanku auch weggekauft. Weil der keinen normalen Vertrag hat, sondern einen Amateurvertrag, und den kann man wahrscheinlich anscheinend irgendwie so komplett wegkaufen. Warum steht denn jetzt hier wieder 28? Ich habe 16 bis 17 eingegeben. Das ist doch, also was soll denn das? Ich will 16 bis 19 suchen. 29. Also, manchmal weiß ich nicht, mache ich was falsch oder ist es, liegt es am FM? Warte mal. IV, ja. IV. Aber hier steht ja auch. Also, hier ist ja auch kein IV bei, meine Fresse, ey. Transfers. Nee, das ist ja Quatsch. Ich suche Spieler in meiner Reichweite. Ich suche IVs in meiner Reichweite. Verdammt nochmal. Es ist egal. So, jetzt auf einmal findet er null Spieler. Eben hat er genug gefunden. Ohne Vertrag. Einer. Philipp. Philipp, hast du Bock? IV? Philipp, was ist los? Hast du eventuell Lust? Wattenscheid. Ha? Ich gebe dir auch einen Kasten Bitburger dazu. Ne, gut. Bei Bitburger hat er gesagt, nee, ist nicht. Gut. Ich brauche definitiv wirklich noch ein Backup für IV. Aber im besten Falle einen für RM. Ich sag euch, wie es ist. RM haben wir halt nichts. Im Zweifelsfall ballern wir halt Schuring wieder in die V. Das ist doch wieder hier. Ey, wollt ihr mich alle verarschen? Ich will ohne Vertrag. RM. Nur ein Spieler gefunden. Gut. Vereins. Nee, das ist ja Quark. Vereinslos. Siaband Ali. Was kannst du, was gibst du und was kann ich dir geben? Ja, Dicker, du bist rechter Verteidiger. Ich brauche einen rechten Verteidiger.
Ich sag euch, wie es ist. Machen wir einen weiter hier. Ja, das ist. Wenn ich über 25 bin, kommt der erst nächste Spieler. Der hat keinen Vertrag. Hat wahrscheinlich aber auch gar nicht recht. Ja, doch, ist rechter. Rechter Mittelfeldspieler, Entschuldigung. Rechter Mittelfeldspieler. Hat aber keine Lust. Warum haben. Ey, liebe Leute, ich mache jetzt hier Schluss. Ich wollte diese Folge eigentlich noch machen mit AC Dortmund, aber ich habe da keinen Kopf. Ich habe da keinen Kopf mehr für. Ja, ich sag euch, wie es ist. Immer dieses. Dieses, ich habe keine Lust, zu ihrem Verein zu kommen. Digga, du bist seit einem Jahr oder drei Monaten, ein halbes Jahr, bist du irgendwie vereinslos. Da kannst du doch mal froh sein, wenn irgendjemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich hab Bock auf dich. Naja, ist egal. Ich hoffe, ihr habt Bock auf mich. Wenn ja, Daumen hoch, abonnieren und ansonsten...